Tag für Tag neue Abenteuer. Werde ich dich bestrafen? Sailor Moon ist ganz schön berühmt geworden, nicht wahr? Ein Mädchen im Kampf gegen böse Mächte. Wir können richtig stolz auf sie sein. Sailor Moon, jetzt in RTL 2 Planet Kids. Dragon Ball Z. Immer 4 Folgen am Stück. Da muss ich mich in Zukunft wohl warm anziehen. Die japanische Kultserie auf eurem Anime-Sender RTL 2. Ja. Absolut cool. Dragon Ball Z. Immer Samstag ab 12.20 Uhr. Einmal am Tag solltest du dir nehmen, was du brauchst. Aber sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Dragon Ball Z. Täglich im Doppelpack ab 19 Uhr. RTL 2. Angriff ist die beste Verteidigung. Wer hat gesagt, wir wären feige? Ich glaube, diesmal hatten wir einfach nur Glück. Meine Kampfkraft ist auch nicht mehr die gleiche, die sie mal war. Meine Mama hat immer gesagt, Dragon Ball Z ist nichts für Kinder. Sie hatte recht. Dragon Ball Z. Ab 27. August. Warum müssen wir immer kämpfen? Wir können Konflikte doch auch anders lösen. Vielleicht auch nicht. Dragon Ball Z. Ab 27. August. RTL 2. Wer hat gesagt, Dragon Ball Z ist nichts für Mädchen? Dragon Ball Z. Ab 27. August. RTL 2. Dragon Ball Z. Ab 27. August, täglich 19.30 Uhr. RTL 2. Na, was sagt ihr nun? Ist es besser so? Yeah.
RTL 2. Naruto ist zurück. Ich bin jetzt kein kleiner Junge mehr, weißt du? Stärker als je zuvor. Naruto Shippuden. Jetzt bei RTL 2. Jetzt soll die Welt erfahren, welche Macht wir haben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich benutze sofort mein neues Jutsu. Ich bin hier und wir klären das. Sieben Freunde, sieben Gefährten und ein Haufen fieser Monster. Digimon, jetzt bei Pokito. Ab morgen bei RTL 2. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten. Ben 10 ist zurück mit neuen Folgen. Der legendäre Ben Tennyson? Ganz genau. Weltraummäßig cool, außerirdisch spannend und galaktisch gut. Ben 10 Alien Force. Ab morgen um 14.20 Uhr bei RTL 2.